bei Don't Starve Together mit dem Gorobai und der Anonymous und mir, dem Maxi McFly. Hallo! Ich hab das Ei geklaut. Der wilde Vogel ist hinter mir her. Hilfe! Super. Wie lange läuft der hinter mir her? Ja, wenn du im Camp bist, du da auch. Feuer! Ich glaub nicht mal, dass es so unrealistisch ist jetzt alles hier. Also das ich glaube nicht. Es wird anstrengend, es wird hart, aber unrealistisch glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird hart, wenn die Hunde nochmal kommen. Und die kommen. Sollten die Hunde oder irgendwas anderes im Winter kommen, glaube ich, könnte es ein Problem geben. Ja, das sehe ich ein. Aber ich glaube, wir könnten halt... Können wir mit dem Ei was Cooles kochen? Ja. Anne, gib mir nochmal bitte das Gold, was du hast. Sicher? Brauche ich die Science Machine. Oder nee, wie viel Sanity hast du? Ich habe 56 Sanity. Dann baue die. Okay. Ex. Was kann man denn mit Eiern kochen? Wo baue ich die? Bei Refine? Nee. Erstmal musst du Structures hier. Nee, erstmal musst du Refine machen, dann musst du Steine machen. Wie viel? Cutstones. Cutstones brauchst du 2. Nee, 3 brauchst du. Und dafür davon mache ich dann Electrical Doodad, ne? Oder? Du baust erstmal ein. Ich muss erstmal die Hände wegmachen hier. Naja. Du baust. So ein Electric Doodad, ja, eine. Ja. Und genau. Danach kannst du das Alchemy Engine bauen. Oh la la la. So, wo finde ich die Alchemy Engine? Gut. Bei den. Achso, ich brauche noch 4 Holzbretter. Warte. Hot Meals. 4 Holzbretter? Ja. Fehlt uns noch Holz, oder? Ah, okay, perfekt. Alchemy Engine, ne? Ja. Ja. So, wo soll ich die hinbauen? Hier so, oder? Ja, bau da hin. Tada! So, was brauchen wir denn jetzt für das Dings? Ich guck mal eben, was das Beste ist. Was Flint. Dann... Hier ist Flint. So, das Beste, was man... Sweet okay. Potatoes haben wir auch nicht, ne? Nee, im Moment zumindest gut, nicht. Gut, können wir auch ignorieren. Hier haben wir doch was. Monster Tata. Oh, die Hunde kommen, Leute. Schon wieder? Ich habe sie gerade gehört. Das ist ein Problem. Monster Food. Okay, schnell 3 Eier. Steine machen, bitte. Nee, können wir nicht. Ja, ich kann nicht mehr machen. Ah. Da sind noch... Was denn? Was aber fehlt dir? Hier sind noch Steine drin, ja. So, ich nehme das mal raus, ja, wenn ihr gleich das braucht, dann gebe ich euch das also, gerne. Ups. Eier sind mit Abstand eines der unnützlichsten Dinge, die man kochen kann, glaube ich, mitkochen okay. kann. Du kriegst ja, du nichts raus. Halt ich brauche noch eine Pickaxe. Eine Pickaxe, warte, gebe ich dir. Egal, muss die voll sein? Ist. Nee. Hier, da. Oh, und das Feuer geht gleich aus, Leute. Ich habe nichts mehr. Oh, Gott sei Dank. Ach, nichts. Ist stark geworden. Okay, wir müssen trotzdem jetzt von hier verschwinden. Wieder einen Stein. Ups, das würde ich nicht aufladen hier. Achso, ich wundere mich, weil. Hier, ich gebe dir Meatballs. Warte mal kurz, ich habe noch. Ganz schnell nochmal ein paar Meatballs kochen. Ja, ich habe gerade ganz viel Eis bekommen. So, wo gehen wir hin? Wie, wo gehen wir hin? Wo sollen wir denn hin? Ja, wir müssen hier weg. Die Hunde kommen doch. Ich habe noch nichts gesehen oder gelesen oder gehört. Okay. Ich glaube, ist deine Sanity low? Nee. Ich habe sie schon gehört. Das sagen die doch normalerweise. Hat keiner mehr Stöckchen? Nein, ich habe einen Tau. Nee, aber hier sind doch diese Twigbäume unter uns. Ja, dann bau die da einmal ab. Ich habe ja keine Axt. Ja, mache ich. Aber es ist auch Flint wieder da, also. Ja, ja, Flint. Es ist Flint im Haus. Flint ist in der untersten Kiste, aber wir brauchen halt, ich brauche halt Stöckchen. Okay. Ich hol Stöckchen. Hol dich Stöckchen! Goro, brauchst du auch noch was zu essen, ne? Jetzt gerade nicht, aber ich brauche halt Leben, also ja. Ja, gut, aber die Meatballs geben leider nicht so viel, wie sie an Leben. Ich hab den Hasen hier, ich lasse den ins Feuer laufen. Oh doch, warte mal kurz, wir können diese Pirogi, können wir ganz gut, dafür brauchen wir Eier, das heißt, weil die geben, wie viel Leben geben sie? 40? 40 Leben geben die. Ja, das ist doch schon mal ganz ordentlich, wobei das Ei allein, wenn du es kochst, gibt glaube ich schon 35 Leben. Hast du Stöckchen? Echt? Holy shit. Ja, aber ich habe jetzt, mach bitte eine Axt draus, weil...
Was ist das für ein Ei, was wir haben? Wenn du keine Axt, machst du eine Axt raus? Weil ich hab... Mach eine Axt raus. Okay, weil ich hab nämlich keine... Ist das ein Tallbird-Ei oder was ist das? Ja. Ja. Achso, ja, das ist okay. Das ist ja sowieso was anderes. Das gibt gekocht kein Leben. Hä? Ich hab's doch gerade gekocht und hab Leben bekommen. Steht hier zumindest nicht drin. Guck, okay, null Leben. Hm. Keine Ahnung. Denk daran, die wieder einzupflanzen, Anne. Ja, ja. Ich mach das eh mal. Ich bin hier für nachhaltige Landwirtschaft. Oh, man hätte das Tallbird auch neben das Feuer legen können und dann schlüpft das, ja. Und dann wird da ein neuer Tallbird raus? Dann kommt da ein Tallbird raus. Ich weiß nicht, wie böse der ist. Ich glaub, und dann killt er uns, weißt du, dann haben wir uns den Tod ins Haus geholt. Ja. Ich mein, das ist ja dann auch toll, aber dann hat man wenigstens einen tollen Tod gehabt. Durch einen Tallbird. Also Tallbird. Was, er ziehst so einen kleinen Tallbird, ne, dann durch sein Leben, ziehst ihn groß und wirst dann von ihm umgebracht. Das ist doch der Traum eines jeden Elternteils. Eines jeden Vaters. Siegfried und Roy all over again, sag ich da nur. Boah. Siegfried und Roy habe ich nie gefreut. Ja, was soll man machen? Dieses. Ja, ich wollte gerade sagen, dieses Let's Play auch nicht. Was heißt das Let's Play ist auch nie was? Ist auch nicht gerade für den guten Geschmack berühmt hier. Das Let's Play ist hier. Das ist auch ziemlich geschmacklos. Das ist die Delikatesse unter den Let's Plays. Genau, genau. Deliziös geradezu! Also ich habe ja schon öfter gehört, man beneidet uns wegen unseres guten Don't Starve Let's Plays. Auch wegen des guten Gameplays, was wir hier abliefern. Ja, vor allem, ne? Es ist auch vorbildlich. Also wer lernen möchte, wie man spielt, der sollte bei uns dabei. Das ist ja auch neuerdings, ist Don't Starve ja auch bei uns ein Product Placement vom Tod. Ja, ja doch auch. Tod. Tod und Co. KG. Ja. Tod und Söhne. Tod und Söhne. Okay. Okay. Oh, hier ist eine Ranke, die bekämpft die Spinnen. Ja, so ein Los, Tentakel. Zeig's denen. Go, go. Oh ja, Tentakel sind böse, Tentakel sind böse. Tentakel sind sehr böse, holy shit. Ja, vielleicht habe ich doch nicht die Hunde gehört. 30 Schaden. Paranoid. Noch nie ein Anime gesehen? Also so ein Hentai? Hentai? Nein, Goro, sowas gucke ich mir nicht an. Ich immer auch nicht. Niemals. Ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der guckt das. Ja. Ah, und der hat erzählt, Vetter, dass er ganz, ganz viele Tentakel. Ein Vetter einer Bekannten von dir. Genau, Maxi McFly zum Beispiel, den kenne ich zum Beispiel, der guckt sowas. Das sind jetzt böse Zungen, würden behaupten, das ist eine Schmähkritik. Schmähkritik? Das ist Schmähkritik, ich muss die leider anklagen. Ja, besser anklagen. Hat das abgelehnt. Was? Nee. Schmähkritik gibt's nicht mehr. Oh, ich habe ein Gift. Oh Gott! Ich komme hier nicht mehr weg, die ganzen Bifalos haben mich umzingelt. Ah, und die sind in der Prüfzeit. Mann, das ist aber auch, die Bifalos sind so ein bisschen doof, dass die mitten im Winter in der Prüfzeit sind, ne? Tja, die wollen sich halt auch warm halten irgendwie, ne? Ach, ganz viele Blumen. Ah. Das so, ist das so der Anmachtrick, weil denkst du von wegen... Ja, na, ist ja auch kalt. Ist ja auch kalt, es ist ja auch Winter. Hä? Ich wollte gerade sagen, das ist doch der beste ever. Maxi verwendet das seit Jahren erfolgreich. Naja, der beste ever jetzt vielleicht nicht, aber... Ich mach mal ein Geschenk mal auf jetzt. Funktioniert vor allem bei Obdachlosen. Jawoll! Low Heels, hast jetzt neue Schuhe bekommen? Ja, ich hab mein Monster hier nicht used now. Seid ihr bereit? Das? Meine Low Heels. Wow! Die sind ja geil. Sexy! Voll die geilen Boots, yo. Was hast du nur mit mir gemacht? Absoluter... Also ich bin ja ein Trendsetter. Du bist ja auch ein Was magst du eigentlich? Ich habe eine Carrot und ich habe einen Hasen. Ich habe ein paar Bär, eine Carrot, ein bisschen Reed. Warte mal, ist es vielleicht smart, jetzt den Hasen aufzuhängen und dann Trockenfleisch zu machen? Was? Du willst den Hasen hängen? Ich mach das jetzt. Hier, Tore, ich mach dir mal einen Locksuit, ja? Also la 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 la. Ich will lieber, dass wir Gold finden und dass ich einen Helm kriege, weil dann kann ich die Bierverlust geben. Aber ich möchte dir auch gerne diese Rüstung geben. Okay, danke schön. Also, keiner von euch hat einen Schuh fertig. Irgendwas, was sehr viel Leben bringt, oder? Etwas, was sehr viel Leben bringt? Ach, weil die Ranke hat mich runtergeschlagen auf 10. Auf 10! 20. Einer von euch muss den anderen machen. Ja. Maxi steht immer nur so rum. Der will gar nicht mithelfen. Ich hab nur noch... Ich hab doch kein Leben. Das ist ja doof, dass er das macht. Ja, ich auch. Ich habe auch kein Leben. Wieso? Ja, wir reden hier aber vom Ingame. Hä? Natürlich Ingame. Hä?
Einmal mit Profis, ey. Ist es bei euch auch noch hell? Wo, draußen? Ja, in Real Life jetzt. Na, ja, Gott. Nö, jetzt ist dunkel. Also ich meine jetzt nicht taghell, ne, aber... Ne, nee, ziemlich dunkel. Nee, nix mehr, du bist ja auch in Dänemark. Ziemlich dunkel, eigentlich ziemlich duster. Ja, aber der Himmel ist... Achso, du bist jetzt irgendwie nach Schweden gezogen. Irgendwo nach Nordschweden. Okay, ich geb's durch, ich wohne bei Tyska jetzt. Tyska? Ich bin Tyska. Ist Tyska? Was ist das überhaupt da für ein Schatten? Seht ihr den? Ach, den seht ihr nicht, ne? Nee. Was für Schatten? Locksuit, glaub, du wärst verrückt. Spare, ich brauch noch zwei Stöckchen. Den Schatten hier? Hier so einen komischen Mann? Mhm. Ja, den sehe ich auch jetzt. Gibt's ich steh noch drauf. Stöckchen? Nee, ich steh drauf. Ja, ein Stöckchen habe ich noch. Nee, okay, das guck ganz paranoid um mich. Ich guck noch gerade, was ich alles bauen könnte. Guck mal, wir haben schon das erste Viertel des Winters rumgekriegt. Wow. Ist echt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Wir haben es noch nicht überstanden. Wir brauchen Kommt Gold. Noch der Yeti. Nee. Wir brauchen Gold. Doch, eigentlich brauchen wir richtig viel. Ja, wir brauchen richtig viel Gold. Komm, lass ja. Nach lass Kanada und Gold schürfen. Geh ich hängen. Oha. Ehrlich gesagt. Ich brauche noch so. Ein Stöckchen, um mir eine Axt zu bauen. Ja, warte, ich hab Stöckchen. Ah, nee, warte mal, das war deine. Ich brauche auch Stöckchen. Halt mal still, dann gebe ich dir die. Dankeschön. Ich wollte zwar gerade eigentlich irgendwas machen mit dem Stöckchen, aber ich habe schon wieder vergessen mit meinem. Ich will auch ein Stöckchen. Hab ich gedroppt. Stöckchen. Aber ja, wobei, ich hab nichts zu essen, ich hab 9. Ich kann mir eine Axt craften. Brauchen wir noch Axt? Brauchen wir noch Holz? Wie viel Holz haben wir? Ich hab 12 noch dabei. Also brauchen wir kein Holz. Ich hab kein Essen mehr. Oh Gott, hier, ich hab noch Meatball. Ah, okay. Auf dem Friedhof sind übrigens die Pinguine. Nett. Meteoritenschauer. Wow. Ich geh jetzt nochmal nach Dings suchen, nach Stein. Ich geh mal wieder ein paar Hasen killen. Es muss einfach Stein geben. Kommt das weg. Ach du Scheiße. Wir können uns auch neue Fallen craften, glaube ich, ne? Ja, ja, sicherlich. Ah! Ich meine, aber brauchen wir halt Stöckchen für. Es fällt bestimmt gleich ein Meteorit auf mich, ich sehe das schon kommen. Das sehe ich ja dat, Ich will nicht sterben. Oh, hier ist ein Bibi-Bifolo. Ein Bibi-Bifolo. Bibi-Bifolo. Hier sind noch die Pinguine. Ihr wisst aber schon, dass wenn wir den Winter überstanden haben, dann kommt der Frühjahr. Das ist noch härter. Nee, der Frühling geht ja noch, ne? Geht's ja noch, aber... Der Sommer, mit der Hitze. Der Sommer. Ja, der Sommer kommt. Wir müssen irgendwie versuchen, vielleicht eine Eisbox zu bauen oder so, jetzt schon. Wir haben keine Gears. Dann müssen wir dann nochmal ein paar Gears finden hier. Kann doch nicht angehen. Ich habe 3 Bären für euch gefunden. Das ist cool. Bären? Ja. Also, Bären oder Bären? Bären, also hier Berries. Dank mir später. Was macht eigentlich mein Teddybär? Und eine Karotte, Alter. Ich bin ja nur versuchen für euch. Also für euch. Sollten nicht auch eigentlich Meteoriten dafür sorgen, dass neue Steine spawnen? Oder irre ich mich da? Da kommen nur diese Meteoritensteine. Neues Gold! Oh, 2 Gold sogar. Das ist gut. Nice. Oh, da ist noch ein Goldstein. Nice. Ich bin ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Und dieser Thermalstone, der macht so einen riesen Unterschied. Ach, fuck. Ja doch, der ist extrem nützlich, ja. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Wenn ich jetzt noch... Scheiße, jetzt habe ich natürlich keine weitere Spitzhacke mehr, weil hier ist der Cat-Kuhn. Was möchte der denn haben? Möchtest Tore, die gegeben habe. Eine Cat-Kuhn? Die Bullen haben jetzt ihre Babys gekriegt. Die sind jetzt nicht mehr, nicht ja, mehr böse. Ist korrekt. Ah, ich habe die grünen Pilze. Nice. Oh Mann, mir fehlt eine fucking Spitzhacke. Kann ich das auch kaputt hämmern? Ich stehe gerade nur in der Base sogar. Rum und warte auf die Ressourcen, die kommen. Ich habe 1 Gold, habe ich gefunden. Ich habe 2, aber ich könnte noch 1 oder 2 mehr holen. Nur das Problem ist, hier sogar noch ein Goldstein, aber meine Spitzhacke ist kaputt, also muss ich jetzt erstmal wieder zurück. Ich hab halt 3-mal grüne Pilze. Ich sterbe. Fuck. What the heck?
Scheiße, ich will nicht sterben. Wieso? Was war? Was ist los? Anne, was machst du? Nicht schon wieder! Nein! Was machst du denn? Ich habe nicht auf meine Temperatur geachtet und es ist plötzlich so richtig kalt geworden. Aber ich glaube, ich schaff's. Ich komme. 35 Leben? Mach ein Feuer an, schnell! Ja, das ist. Bin auch gleich wieder da. Feuer ist auch so ein kleines Problem. Du kannst den meinen Heatstein nehmen, einen Thermalstone nehmen zur Not. Der leuchtet schon ganz rot. Ja, meine auch, aber es hilft halt nicht unbegrenzt, ne? Man muss halt trotzdem gucken. Hast du was zu essen für mich? Ja, schon. Danke. Perfekt. Aber ich muss jetzt dringend mich irgendwie hochheilen, weil wenn ich das nochmal mache, dann überlebe ich das nicht. Also das meiste Leben kriegen wir durch eine Mandrake-Soup, die ist leider draufgegangen. Wir hatten eine. Wir könnten Waffeln machen, dazu brauchen wir aber Butter. Ja. Oh, hier ist was. Wir brauchen ein Ei, ein Fleisch und ein Vegetable und dann können wir Pierogi herstellen. Also falls noch jemand von euch Eier hat, könnte man diese hier dazu verwenden. Habt ihr alles gegeben, was ich hatte? Haben wir noch Eier? Nö, ne? Ich fülle die Sachen hier mal rein, alle, die ich gefunden habe. Gib mir mal bitte das Gold. Ja, es liegt in der Kiste. Ja, die Green Caps, die können wir einfach so braten, glaube ich fast. Ne? Die geben halt einfach mega viel Sanities, oder? Ja, genau. Hat noch jemand was für das Feuer? Ich habe Eis. Reicht das? Und, kann ich noch mal eine Mahlzeit haben? Ich habe 70 Hunger. Nimm. Oh, braucht ihr noch gerade Sanity? Jawoll! Was denn? Das ist der Helm. Was? Hast du jetzt ernsthaft das Gold wieder für deinen Helm genommen? Ich gehe gleich Bifalus killen. Okay. Braucht jemand von euch noch Sanity gerade? Ja, ich. Ich habe 83, obwohl 83 geht eigentlich. Ja, ich habe 47. Ja, gib lieber Tore dann. Ich hab kaum noch Leben. Also wenn du noch und Essen auch nicht. Aber kaum noch Leben. Ach, du kannst ja keine Pilze essen. Nee. Aber ich würd, also ich würd kann dir ein paar Meatballs wiederherstellen gerade. Ja, die sind okay. Die geben. Also Fleisch gibt bei mir auch Leben und Sanity und alles. Ja, dann stelle ich mal eben hier ein paar Meatballs her. Kochen jetzt. Hast du noch ein paar Zweige, Tore? Nee, ne? So Leute, aber wir müssen auch schon wieder Schluss machen. Oh, die Folge ist zu Ende. Ja, ne, ich hab dir das gesagt. Sie ist wieder vorbei. Oh, danke. Bye. Bye, bye, bye. Paraguay. Oh. Gut, Leute. Es ist vorbei, Max, Paraguay. Ich jetzt erstmal nach Paraguay und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ab in die Wärme.